Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Aus dem Weltall betrachtet wirkt unser Planet ziemlich blau. Was daran liegt, dass mehr als 70% der Erde mit Wasser bedeckt sind. Doch unter dieser romantischen Oberfläche ersticken unsere Meere im Plastik. Eine derzeitige Schätzung des globalen Eintrags von Plastikmüll in die Meere geht von 4 bis fast 13 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Das entspricht einer Lastwagenladung pro Minute. Nur ein geringer Teil des Plastikmülls schwimmt auf der Oberfläche. Der Rest wird in tiefere Gewässer oder auf den Meeresboden verfrachtet und ist kaum zurückzuholen. Derzeit haben sich nach Schätzungen dort etwa 80 Millionen Tonnen angesammelt. Es gibt aber auch Betroffene, die etwas dagegen tun. Wir von den Ökodörfern hier wollen alle zusammen Plastikflaschen-Kajaks bauen. Es gibt genügend Müll, den wir verwenden können. Das ist das Tolle. Mit Müll kann man das Leben der Menschen positiv verändern. Der Müll hat Wert. Er muss nicht weggeschmissen werden, sondern kann kreativ verwendet werden. Innovative Initiativen und Dreckschleudern. Alles gibt es. Darüber will ich reden. Mit unserer Hörfunkkorrespondentin in Singapur, Lena Bodewein, unserem Fernsehkorrespondenten in Nairobi, Norbert Hahn, und mit dem Projektkoordinator Meeresmüll beim WWF, Bernhard Bauske. In unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge mit dem Thema Kampf gegen Plastikmüll. Beginnen möchte ich gleich mit unseren beiden Korrespondenten Lena und Norbert. Guten Tag nach Singapur und nach Nairobi. Hallo, guten Tag. Hallo. Nach Deutschland. Ihr zwei, ich hätte gleich mal eine Frage an euch beide. Ihr wart ja in letzter Zeit ziemlich unterwegs und habt euch mit Plastikmüll beschäftigt. Was hat euch bei den Recherchen richtig entsetzt und was hat euch Hoffnung gegeben? Sagen wir mal Ladies first. Entsetzt hat mich natürlich diese Haltung, dass jeder vor sich hin snackt. Und gerade in Indonesien ist es halt so, man kauft kleine Snacks. Und früher waren die vielleicht in Bananenblätter eingewickelt. Und heute sind sie halt in Plastik verpackt. Und man macht es so wie früher. Man konnte ein Bananenblatt einfach aus dem Fenster schmeißen oder fallen lassen. Und das ist dann verrottet. Ja, das geht halt heute nicht mehr. Und egal, wo man hingeht, findet man genau diese kleinen Snacks, diese Tütchen, diese Flaschen, diese Getränke-Einwegdinger, diese Essensverpackungen. Der meiste Müll, den es dort gibt, der die Flüsse verstopft und der die Meere verdreckt, das ist Einwegmüll. Und das ist natürlich etwas, das macht einen richtig fertig, wo man denkt, das kann man doch nur wirklich am leichtesten einsparen. Und bei dir, Norbert? Ja, bei mir ist es eigentlich so ähnlich gewesen. Wir waren in Ghana, in Westafrika. In Westafrika hat Einweg einfach immer noch eine ganz andere Stellung als hier, wo wir unser Studio haben in Nairobi. Kenia hat das ganz gut in den Griff bekommen, hat Einweg verboten. Aber wenn man dann zum Beispiel nach Ghana fliegt, nach Accra fliegt und überall in der Stadt kommen einem diese dünnen Tüten zum Beispiel entgegen, in denen Trinkwasser ist. Also die Straßenverkäufer verkaufen da Trinkwasser in so ganz kleinen, dünnen Beutelchen, weil das eben steril ist, rein ist. Und früher hat man es halt woanders hergekriegt, jetzt kriegt man es aus diesem kleinen Beutelchen. Und die bleiben natürlich auf der Straße und sammeln sich und verschandeln wirklich die komplette Umwelt da. Das sieht einfach schlimm aus, gerade wenn man aus dem Land kommt, wo es anders läuft. Das ist schlimm. Und was ich eben auch noch schlimm fand, war zu sehen, wir haben ja ein paar Projekte besucht, da werden wir ja vielleicht auch gleich drüber sprechen. Und vieles von denen ist aber schon sehr singulär, finde ich. Also man hofft dann immer, dass sich das ausbreiten würde, dass diese Projekte sehr schnell wachsen würden. Aber letztlich sind es doch alles Vorkämpfer und Frontkämpfer. Und letztlich weiß man nicht, ob man da nicht einer Hoffnung hinterherrennt, die sich vielleicht nie verwirklichen wird. Diese Einwegverpackungen, diese dünnen Tütchen und so, die sind steril, die sind hygienisch. Das ist, glaube ich, etwas, das musste ich erst noch mal hier wieder kapieren. In dieser tropischen Gegend, in dieser Hitze, in diesen Ländern, in denen halt auch die Kühlung nicht immer und überall so gut gegeben ist, ist Plastik halt sehr wichtig für die Hygiene. Das haben wir in Deutschland gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Oder wir haben auch viele Alternativen. Wenn wir Wasser nicht in Plastikflaschen kaufen wollen, dann kaufen wir es halt in der Glasflasche. Oder wir trinken es aus der Leitung. Das geht hier alles nicht. Die müssen das Wasser
aus den Plastikflaschen oder eben wie bei Norbert aus den Plastiktütchen trinkt. Und diese Bedeutung, diese Missstände, die dazu führen, dass Plastik so wichtig ist, das ist natürlich das Grundproblem, das irgendwie dann am Ende zu dieser großen Verschmutzung führt. Du warst ja in Indonesien unterwegs, Lena, und das Land ist ja weltweit der zweitgrößte Verschmutzer der Ozeane durch Plastik. Auf der einen Seite hast du ja türkisfarbenes Meer und hellen Sand und auf der anderen Seite dann, was du auch gesagt hast, diese Unmengen von Plastik, die auch überall im Meer schwimmen, an den Stränden zu sehen sind, Cola und Limo und Wasserflaschen. Erzähl uns mal, was du erlebt hast. Und es gibt ja auch nicht nur jetzt diese Verschmutzung, sondern auch daraus entstehend Initiativen. Ja, das ist das Wunderbare. Diese Meere, das ist natürlich auch etwas, worauf Indonesien eigentlich fürchterlich stolz ist. Und es ging ja vor einigen Jahren dieses Video viral von einem Taucher, der vor Bali tauchte und dort aber eben durch riesige Müllhaufen kreuzte und das eben filmte mit seiner Kamera, wie er durch diesen Müll, in diesem Müll, unter diesem Müll entlang schwamm. Und da gibt es auch auf Bali natürlich genügend Schrecken darüber, weil dieser Müll ja nicht nur im Meer schwimmt, sondern auch an ihren wunderbaren Stränden landet. Und da haben zwei Schwestern, Melati und Isabel Weisen, gesagt, wir sind doch die Insel der Götter, Bali, Insel der Götter, wir sind doch nicht die Insel des Mülls. Wir wollen das in den Griff bekommen und wir machen das nicht mehr mit und wir sorgen jetzt dafür, dass dieser Müll wegkommt. Und dann haben sie eine Initiative ins Leben gerufen, Bye Bye Plastic Bags. Und haben große Müllsammelaktionen initiiert und sind auch irgendwann in den Hungerstreik getreten, weil sie den Gouverneur von Bali dazu bringen wollten, dass er eben Plastiktüten verbietet und waren damit im Endeffekt auch erfolgreich. Also in vielen Geschäften auf Bali gibt es jetzt eben nicht mehr für jedes Ei, für jedes Stückchen Melone eine Plastiktüte, sondern eine Papier- oder eben gar keine Tüte. Und sie haben daraus auch eine große, auch weltumspannende Organisation gemacht. Bye Bye Plastic Bags gibt es jetzt eben auch in vielen anderen Ländern. Und Melati Weisen erzählt jetzt mal von ihrer Motivation. Es beeinflusst unser ganzes Leben hier. Wir wandern durch die Reisfelder und sehen Plastik. Wir schwimmen im Meer und haben Plastik im Gesicht. Also haben wir beschlossen, wir tun etwas. Nur für unsere ZuhörerInnen. Lena, du bist ja gerade unterwegs, deswegen hört man so im Hintergrund, was ich ja immer ganz schön und atmosphärisch finde, so einige Geräusche. Also nicht, dass ihr denkt, das ist ein Fehler. Lena ist einfach wieder unterwegs für die nächste Geschichte. Jetzt zu Norbert. Plastikverbot gibt es ja in Kenia auch. Kenia ist ja sowieso das Vorreiterland in Bezug auf Plastikbekämpfung. Also afrikanischer Champion im Kampf gegen Einwegplastik. Aber du hast auch andere Seiten gesehen. Du bist ja Korrespondent für Afrika. Es ist ein Riesengebiet. Und Afrika unterscheidet sich enorm, oder? Ja, also wir haben 39 Länder hier und schon Ostafrika und Westafrika, das sind große Unterschiede. Wir haben hier Länder im Osten mit Einwegplastik verboten. Ich glaube, Ruanda war sogar das erste. In jedem Fall Kenia dann. Ich glaube, 2017 ist Kenia dazu gekommen. Und bevor ich hier Korrespondent wurde, war ich öfter schon hier und habe hier Vertretung gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie allein schon Nairobi vorher aussah, als es noch diese Einwegplastiktüten gibt, die es ja in Deutschland am Obststand zum Beispiel auch immer noch gibt. Ne, wenn man irgendwie zwei Tomaten kaufen will, dann nimmt man sich eine Plastiktüte. Das ist hier alles anders geworden. Und hier hat man zum Beispiel, wenn man im Supermarkt am Obststand ist, dann hat man so dünne Plastiknetze, muss man leider auch sagen. Da ist weniger Plastik dabei, aber das ist auch nicht so richtig toll. Und es gibt aber auch ganz viel Papiertüten. Ja, und überall gibt es eben Aufrufe, dass man doch am besten mit dem wiederkommen soll, mit dem man ja früher auch unterwegs war, nämlich mit einer Naturtasche. Und sieht das Land auch entsprechend aus? Ja, das Land sieht einfach viel besser aus. Das ist einfach viel sauberer geworden, das muss man wirklich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es gar kein Plastik mehr gibt. Zum Beispiel Getränkeflaschen, da sieht man auch noch das eine oder andere fliegen. Aber es ist alles nicht so wie in anderen Ländern, zum Beispiel eben tatsächlich wie in Westafrika. Da passiert ja ziemlich wenig, oder? Ja, es passiert ziemlich wenig und ich glaube, vor 3 Jahren habe ich einen Film über den Senegal bearbeiten müssen, da habe ich dann zu der Kollegin gesagt, da saß ich noch in Köln, habe ich dann zu der Kollegin hier vor Ort gesagt, sag mal,
der Film ist, ist ja alles gut und schön, aber ich sehe da die ganze Zeit dieses Plastik am Strand. Da hättest du nicht ein paar andere Bilder machen können. Und dann sagte sie, das waren schon die besten. Bei die den Sau anderen ist noch mehr Plastik. Genau. Und im Frühjahr waren wir in Ghana und da habe ich eben das Gleiche dann auch schon wieder erlebt. Am Strand ist wirklich unglaublich viel Plastik. Richtig, richtig, richtig viel Plastik. Und ja, man fragt sich, wie man das wieder loswerden kann und wird dann halt auch so ein bisschen hilflos. Man trifft Leute, die guten Mutes sind. Es gibt Leute, die sich engagieren. Wir haben zum Beispiel einen getroffen, Richmond Kennedy Kako, der hat Plastic Punch gegründet, eine Organisation, die rausgeht, die diesen Mist tatsächlich aufsammelt, die aber auch Awareness Programme macht, also darauf hinweisen will, was kann man tun, in die Schulen geht und solche Dinge eben macht. Und mit dem haben wir eben gesprochen, mit dem waren wir unterwegs, auch am Strand. Und es gibt eben eine neue Produktgeneration sozusagen, die man da am Strand finden kann. Und das haben wir uns von ihm auch mal erklären lassen. When we look through, we might find some syringes, also wir finden Spritzen, Einweggesichtsmasken und medizinische Einweghandschuhe, Medizinartikel zur Pandemiebekämpfung. Es wäre gut, wenn viele Menschen wiederverwertbare Masken benutzen würden. Diese Einwegsachen werden zu einer Pandemie innerhalb der Pandemie. Also das war sehr interessant für mich zu sehen, dass die neue Plastikschwemme eben eigentlich aus einer guten Intention herausrührt. Wir wollen die Pandemie bekämpfen, wir wollen alle kein Covid kriegen, wir benutzen diese Einwegsachen. Am Ende landen sie aber doch da, wo sie eigentlich nicht hingehören. Sorgen dann für Verschmutzung und dann geht das Ganze wieder los. Sag mal, du klangst aber gerade, als du vom Plastikpunch gesprochen hast, nicht so wahnsinnig euphorisch. Denkst du, dass so eine NGO, die ja sicher, ich meine, wir Journalisten suchen ja immer nach den NGOs, die was Tolles machen auf der Welt, was Gutes machen, aber im Großen und Ganzen dann eigentlich eine ganz kleine Schraube sind, an der gedreht wird und für das große Ganze aber dann nicht eigentlich für eine große Veränderung sorgen können? Ich weiß nicht. Ich glaube, es braucht immer eine gewisse Zeit und es braucht immer einen gewissen Funken. Und ich glaube, in Europa war das vielleicht so ein kleines bisschen auch Fridays for Future. Ich glaube nicht, oder ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn es diese Versuche vor 10 Jahren gegeben hätte. Aber jetzt ist es plötzlich eine Welle geworden. Jetzt ein bisschen unterbrochen vielleicht durch die Pandemie. Aber und ich glaube, dass es diesen Funken immer braucht. Und auch so Leute wie Richmond sind in der Lage, diesen Funken zu liefern. Das glaube ich auf alle Fälle. Was mich aber dann manchmal so ein bisschen traurig macht, ist zu sehen, wie der Rest der Gesellschaft dazu noch nicht bereit ist, dass der Funke einfach noch nicht richtig komplett überspringt und so eine gesamte Gesellschaft mitreißt, was nötig wäre, wenn man sich das Problem anguckt. Lena, du hast ja auch begeistert von diesen Initiativen gesprochen. Wie verhält sich die Bevölkerung dazu? Ist es eine Ausnahme oder gibt es ein wachsendes Bewusstsein, gerade bei den jungen Menschen? Also das sind ehrlich gesagt zwei Entwicklungen. Zum einen gibt es ein wachsendes Interesse in der Bevölkerung, auch in der mittelalten und älteren Bevölkerung, wenn man ihnen sagt, sammelt euer Plastik, bringt eure Plastikflaschen hierher und euren Plastikmüll in so eine Müllbank, wie ich sie auf einer Insel vor Jakarta angetroffen habe, eben mitten in diesem türkisblauen Meer, das aber dann eben doch ganz verdreckt ist. Da hat eine Lehrerin eine Müllbank aufgemacht, weil sie gesagt hat, das Plastik tötet unsere Mangroven, die wir brauchen, damit die Insel Bestand hat. Und jetzt können die Leute halt ihre Flaschen und ihren sonstigen Müll dort zu dieser Müllbank bringen und kriegen dafür ein Guthaben, können dafür Arztbesuche einlösen oder ihre Stromrechnung und reduzieren so ihren Plastikmüll. Das Plastik wird dann geschreddert und recycelt, das meiste von den Flaschen, oder zu Schürzen oder Körben oder etwas anderem verarbeitet. Und wenn man den Leuten sagt, ihr habt einen Nutzen davon, ihr verdient etwas damit, dann hören sie halt auf, das Plastik als Müll zu sehen und einfach in die Umwelt zu schmeißen, sondern sie sehen als einen Wert, als einen Wertstoff und behandeln ihn eben auch so. Das ist die eine Sache und eben es sind vor allem die jungen Leute, das waren eben diese Melati und Isabel Weisen, diese Schwestern da auf Bali oder auch die Brüder Gary und Sam Benchegib, die sind mit Kajaks aus Plastikflaschen den Citarum entlang gepaddelt vor einigen Jahren. Das ist der dreckigste Fluss Indonesiens, das leider nach wie vor. Den sieht man manchmal vor lauter Plastik- und Müllbergen überhaupt nicht. Und sie haben erzählt, wie sie dadurch tote Hunde paddelt sind.
Und sie haben halt mit dieser Aktion, mit diesen Plastikflaschen-Kajaks, die Leute schon begeistert, das erzählt Gary. Als wir den Fluss entlang gepaddelt sind, fanden die meisten Menschen es lustig, dass wir uns auf Müll fortbewegen. Unsere Guides, die uns begleitet haben, fanden das Plastikflaschenkajak eine prima Idee. Und das hat dann eben auch einige Dörfer mitgerissen, die an diesem Fluss liegen. Und die Bewohner sehen natürlich diesen ganzen Müll und wollen dagegen auch etwas tun. Und da gibt es Müllsammlerkooperativen. Und die haben eben diese Wertgewinnung durch die Plastikflaschen. Und das ist natürlich eine Einzelinitiative, die reißt aber einen größeren Teil der Bevölkerung mit. Und inzwischen hat auch Indonesiens Regierung ein Programm aufgestellt und hat gesagt, wir wollen zu einer zirkulären Wirtschaft kommen und mehr nutzen, mehr recyceln. Es soll nicht nur so bei Einzelinitiativen von einzelnen Müllbanken bleiben, sondern wir wollen das als ganzes Land, weil wir sehen ja, was wir tun als zweitgrößter Verschmutzer der Meere. Wir sehen ja, wie sehr wir von den Meeren auch leben und dass wir unsere Fischgründe auch selber ruinieren damit. Also müssen wir etwas ändern, bis das umgesetzt wird. Das kann allerdings noch dauern. Und ich glaube, durch Covid, durch diese Pandemie und durch die Pandemie in der Pandemie, durch diese riesigen Berge von Einwegmüll, hat das alles noch einen ziemlichen Rückschlag erfahren. Rückschlag, aber auch eben dieser Ansatz, dass man mit Recycling Geld verdienen kann. Also das UN-Entwicklungsprogramm hat vorgerechnet, dass man mit Recycling 83 Milliarden Dollar verdienen kann. Also auch ein Anreiz, Norbert, oder? Siehst du das auch in Afrika? Ja, das sehe ich auch in Afrika. UNDP, das UN-Entwicklungsprogramm, hat das ja auch gerade für Ghana berechnet, diese hohe Zahl. Und selbst wenn man in Rechnung stellt, dass da den Überblick zu behalten, dass das nicht so einfach ist, trotzdem, man kann Anstöße geben, man kann etwas tun. Und es gibt ja in Ghana ein Projekt, das so ein bisschen dem ähnelt, was die Lena gerade beschrieben hat. Das geht eben auch darauf zurück, dass man ein Netzwerk schafft, in das Müllsammler ihr Gesammeltes sozusagen reingeben können. Und es gibt gemeinsame Müllsammelpunkte und am Ende landet das Ganze dann bei Recyclingunternehmen, mit denen es Verträge gibt, in Ghana, in den großen Städten. Und die Sammler, die die Hauptarbeit da machen, die verdienen dann am Ende etwa ein Drittel mehr als vorher. Das ist einfach schön zu sehen. Die Gründerin ist Cordy Aziz, die ist aus den USA gekommen, hat afrikanische Wurzeln. Und sie hat uns dann mal erzählt, wie sie eigentlich auf die Idee gekommen ist, ein bisschen was zu tun in Sachen Müll. Ich sah Kinder aus dem mit Plastik vermüllten Wasser kommen. Ich fragte sie, wie das sei, dort zu baden. Sie wussten nichts zu sagen. Sie lebten ja direkt dort und kannten überhaupt keinen anderen Strand. Als wir ihnen Fotos von sauberen Stränden zeigten, waren sie total erstaunt. Und da wusste ich, ich muss etwas tun. Ja, und dann hat sie eben angefangen, dieses Netzwerk zu gründen. Und jetzt soll es im Grunde bei ihr immer weitergehen. Sie möchte im Grunde da enden, dass man nicht einfach von gleich auf eben Plastik verbietet, weil sie sagt, da hängen eben tatsächlich auch Arbeitsplätze dran. Aber dass man das Ganze im Zusammenhang sieht und neue Plastikprodukte auch schafft, welche, die sich schneller abbauen, welche, die man vielleicht auch besser recyceln kann. Darum geht's ihr. Jetzt muss ich euch mal was fragen. Also da rackern sich Menschen ab und haben neue Initiativen und überlegen und wie man die Bevölkerung mit reinziehen kann und sie begeistern kann. Und dann sinkt der Ölpreis und die Ölindustrie überlegt sich, wir brauchen einen neuen Absatzmarkt. Importieren wir doch einfach mal ganz viel Plastik nach Afrika. Das ist ja der Plan gerade der Ölindustrie. Norbert, wie frustrierend ist das für die Menschen, die genau gegen diesen Plastikmüll ankämpfen? Ja, das ist schon frustrierend hier in Ostafrika, gerade in Kenia. Da hat das schon sehr für Verärgerung gesorgt. Also worüber rede ich? Es gibt einen Versuch, ein bilaterales Handelsabkommen zu schließen zwischen den USA und Kenia. Kenia verspricht sich davon natürlich eine ganze Menge, aber die USA eben auch. Es ist eben nicht nur immer so, dass sich arme afrikanische Länder was von den großen Industrienationen versprechen, sondern umgekehrt auch. Warum? Afrika ist halt der Kontinent, der am schnellsten wächst. Das Bevölkerungswachstum ist hier halt immer noch sehr hoch. Und es wachsen die Armschichten mit, aber es wächst eben auch die Mittelschicht mit. Und die konsumiert.
Und der kann man Produkte verkaufen, die man woanders vielleicht nicht mehr los wird. Ganz konkret heißt es, die Ölindustrie kann fürchten, dass der Höhepunkt des Erdölverbrauchs schon überschritten ist. Es vor allen Dingen im Transportsektor weniger wird, also sprich E-Mobilität, da wird dann eben kein Benzin oder kein Diesel mehr verbrannt. Also wohin mit dem Zeug? Idee, wir machen Plastik draus. In den USA sind sehr viele neue Plastik- und Chemiekomplexe im Bau oder fertig geworden jetzt. Und das, was da entsteht, das muss irgendwo hin. So, und jetzt kommen diese Verhandlungen mit Kenia und da hatte dann die Chemieindustrie eine gute Idee und hat ein paar Ideen zusammengestellt, wie man mit den Kenianern verhandeln könnte und dass man ihnen am besten gleich das Messer auf die Brust setzt und sagt, nehmt unser Plastik, das neue Plastik, aber auch das, was man recyceln sollte. Also wer diese Verhandlungen bislang begleitet hat, das ist Frederik Nyahu von Greenpeace Africa und der kann ein bisschen was dazu erzählen, was da bei den Verhandlungen auf dem Tisch liegt, an Papier. The investment chapter actually stipulates that Erstens, ein Artikel für die Verhandlungen sieht vor, dass die USA ihren Unternehmen Marktzugang nach Kenia und Afrika insgesamt verschaffen können, um in Recycling als Lösung zu investieren. Und zweitens, sie wollen, dass die kenianische Regierung ihre Gesetze zu Einwegplastik lockert. Wir würden dann all das Erreichte aufgeben. Ja, ein Teil davon klingt schön, also Recycling als Lösung, aber was man damit eigentlich meint, ist Müllexporte von den USA nach Kenia und am besten nach ganz Afrika. Und Müllexporte zum Beispiel auch aus China gibt es ja auch in deinem Berichtsgebiet, Lena, oder? Also China will ja nicht mehr importieren, das heißt die Industrieländer produzieren weiter Plastik und zur Entsorgung kommt es dann zu euch. Und dort genau. Gibt es aber keine Infrastruktur für Recycling. Na, nicht so erfolgreich. Also als China das angekündigt hat, dass sie eben nicht mehr den Plastikmüll des Westens recyceln wollen, haben viele südostasiatische Länder erstmal die Hand gehoben, eben vor allem Malaysia und auch Indonesien oder die Philippinen und haben dann aber zum einen so viel verdreckten Müll bekommen, so viel Zeug, dass man wirklich beim besten Willen nicht recyceln kann. Zum anderen waren aber gerade die, das sind dann vielleicht Landkreise, die dann sagen, na klar, das können wir bei uns stemmen. Und die Landräte haben dann den Mund zu voll genommen. Und in ihrem Bereich gibt es überhaupt keine Recyclingfabriken, gar keine Anlagen, die damit umgehen können. Das heißt, der Müll kommt hierher, wird auf riesige Halden gekippt oder wird einfach verbrannt. Und das sind natürlich toxische Dämpfe und die Rückstände sickern ins Grundwasser. Also es ist wirklich so, dass zum einen Lungenkrankheiten zugenommen haben in den umliegenden Ortschaften, wo eben genauso etwas passiert, dass Recyclingmüll aus dem Westen, aus Deutschland, aus Australien, aus den USA, in Malaysia, in Indonesien ankommt und dort dann halt verbrannt wird oder er wird einfach verbuddelt oder er wird einfach liegen gelassen und dann kann man wirklich da spazieren gehen und sehen, oh, guck mal, hier so ein Plastiknetz von Zwiebeln aus Deutschland oder hier Öko-Cracker-Verpackung aus Australien. Es ist so absurd. Unser Wohlstandsmüll landet dann eben genau hier und eben die große Idee ist, ah, das Recycling, das ist doch wunderbar, es ist doch so ein Zauberwort, wir können das doch in etwas umwandeln. Aber wenn eben die Infrastruktur überhaupt nicht da ist, dann bringt das so viel Unheil für die Menschen. Und dann sind da Menschen, die wirklich im Müll leben und gucken, ob sie noch irgendwas da raussammeln können. Das war ja eigentlich nicht die Idee dahinter. Ihr beiden, ich spreche jetzt gleich mit Bernhard Bauske. Er ist Projektkoordinator für Meeresmüll bei WWF. Habt ihr eine Frage, die ich von euch ihm mitgeben kann? Gott, ist das alles so deprimierend, also was wir jetzt erzählt haben. Ne? Gibt es Hoffnung? Das wäre eigentlich meine Frage. Und wie gerade angekündigt, spreche ich jetzt mit Dr. Bernhard Bauske. Er ist Projektkoordinator für Meeresmüll bei WWF. Herr Bauske, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Gibt es Hoffnung, dass das Ganze weniger wird? Ja, wir haben natürlich schon einige Zeichen der Hoffnung und die wichtigste Hoffnung ist, dass dieses Thema Plastikmüll in den Meeren eine große Aufmerksamkeit erlangt hat, weltweit gesehen. Wir haben Anstrengungen auch vieler Regierungen, hier anzustreben, ein international verbindliches Abkommen zu schließen, das tatsächlich dann verbindliche Ziele hat, den Eintrag von Plastikmüll in die Meere zu reduzieren. Ein weiteres hoffnungsvolles Zeichen ist, dass wir dieses Thema Abfallwirtschaft tatsächlich jetzt auch mehr in die vorderen Ränge der Diskussion bekommen. Denn das Problem mit den Abfällen haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Und das Problem mit den Abfällen bedeutet eben auch,
dass die Abfälle die Umwelt verschmutzen, teilweise offen verbrannt werden, was dann eben zu giftigen Emissionen auch führt. Also die Menschen auch sehr stark leiden müssen unter den Verschmutzungen der Umwelt, gerade hervorgerufen durch Plastikabfälle. Jetzt haben Sie ja auch schon gesprochen davon, dass es eine breitere Aufmerksamkeit bekommt. Es ist ja jetzt gerade auch die Dekade der Ozeanforschung der Vereinten Nationen ausgerufen worden, die das Blaue am blauen Planeten in den Fokus rücken. Denken Sie, dass solche Initiativen auch dann wirklich länderübergreifend etwas bringen und dass Regierungen wirklich dann auch die Gebote umsetzen? Ja, es gibt natürlich viele Versprechungen und Verlautbarungen. Das hört sich immer alles sehr gut an, aber bis zur Umsetzung ist es wirklich noch ein langer Weg. Und ein wichtiger Schritt könnte tatsächlich sein, dass im nächsten Jahr, im Frühjahr nächsten Jahres, die Vereinten Nationen ein Verhandlungsmandat bekommen von der Weltgemeinschaft, von der UNEA-Umweltministerkonferenz, ein Verhandlungsmandat über ein verbindliches Abkommen zu sprechen, was dann insofern den Eintrag von Plastikmüll in die Meere reduzieren soll. Und das dann aber auch wirklich verbunden mit klaren Zielen, die verbindlich sind und mit einem Zeitziel verbunden. Und dann natürlich den vielen Maßnahmen, die unterhalb dieses Abkommens dann in Kraft treten. Also zum Beispiel, dass es regelmäßige Treffen gibt, dass es einen internationalen Wissenschaftsrat gibt, der immer wieder guckt, wie ist die Situation, dass ein gutes Monitoring stattfindet. Also dass man tatsächlich gucken kann, wo gelangt noch Plastikmüll in die Meere und wie viel ist es. Dass es wirksame Sanktionsmechanismen gibt für diese Länder, die sich nicht an das Abkommen halten. Aber gleichzeitig auch eine große und breite Unterstützung, sowohl technisch als auch finanziell. Wir bekommen natürlich schon diese Abfallmengen im Griff, vor allen Dingen durch Vermeidungsmaßnahmen, dass also viele Dinge umgestellt werden auf Mehrweg, aber eben auch müssen in vielen Ländern die Abfälle erst einmal eingesammelt werden. Nahezu 50% in einigen Ländern der Abfälle werden gar nicht eingesammelt und gehen natürlich sofort in die Umwelt, zum Beispiel in Flüsse und Meere, und das muss sofort gestoppt werden. Und wir brauchen dieses Abkommen dringend und sofort. Jetzt fordert der WWF nicht nur dieses internationale Abkommen, sondern Sie sagen ja auch, dass auf nationaler Ebene viel geschehen muss und die Produzentenverantwortung wirklich bei Ihnen auch im Fokus steht. Genau, das ist richtig. Wir brauchen gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene, die die Unternehmen, die Verpackung in Verkehr bringen, also Waren verkaufen, die verpackt sind. Diese Unternehmen müssen natürlich dafür sorgen, dass diese Abfälle auch wieder eingesammelt und weiter verwertet werden. Diese Art Regelung gibt es in Deutschland schon seit Beginn der 90er Jahre und auch jetzt mittlerweile in vielen anderen europäischen Ländern. Wir müssen die Unternehmen an den finanziellen Herausforderungen beteiligt, was das Abfallmanagement mit sich bringt. Denn viele Abfallwirtschaftssysteme in den ärmeren Ländern sind deutlich unterfinanziert und den Leuten, die ärmer sind, kann man natürlich nicht hohe Müllgebühren auflasten. Das heißt also, wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, der regelt, dass eben Unternehmen Abgaben leisten und aus diesen Abgaben und nur aus diesen Abgaben wird dann eben die Sammlung von Verpackungsmüll finanziert und auch da eben die weitere Sortierung und das Recycling. Das ist eine Maßnahme, die erste Maßnahme, um überhaupt diesen gesamten Müll einzusammeln. Weitere Maßnahmen sind natürlich übergreifend auch die Vermeidung von Verpackungsmüll und dann letztendlich auch die Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Das heißt also, dass ich nicht immer wieder frisches Rohmaterial in den Kreislauf reingebe, sondern dass ich dann alte Verpackungen auch wieder benutzen kann, um neue Verpackungen herzustellen. Um nochmal auf den ersten Punkt, der von Ihnen erwähnt wurde, zu kommen. Jetzt ist diese Lizenzgebühr für Verpackungen, die Industrie zahlen muss, klar, wird in Deutschland umgesetzt, da haben wir auch Gesetze. Aber ich meine, ich bin viel in Ländern unterwegs, in denen dann der Firmenbesitzer der Vetter des Ministers ist und der zahlt dann eben gar keine Abgabe mehr. Wie soll das denn dort funktionieren? Wie zuversichtlich sind Sie da? Ja, dieses Vorhaben ist nicht einfach. Wir brauchen einen guten gesetzlichen Rahmen, der vor allen Dingen strikt auch die Einhaltung dann dieser Rahmenbedingungen einfordert. Und das ist natürlich in vielen Ländern nicht sehr einfach. Da gebe ich Ihnen auch völlig recht. Aber letztendlich ist es auch eine große Chance, weil wir natürlich dann mit diesen Lizenzeinnahmen, die mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr betragen können, dann eben eine solide finanzielle Grundlage haben, um eben das Abfallmanagement zu verbessern. Und da sehe ich schon mal das Interesse der Regierung, auch hier tatsächlich eine Verbesserung zu erreichen. Und wir haben natürlich auch in den Industrieländern, auch in Deutschland, hat es Probleme gegeben mit diesem System, weil es eben viele Unternehmen gegeben hat, die Verpackung in Verkehr gebracht haben, aber keine Lizenzgebühr bezahlt. Das ist jetzt durch das neue Verpackungsgesetz, durch striktere Regelung verbessert worden, dass auch dann mehr und mehr Unternehmen hier diese Lizenzgebühr bezahlen oder dann Bußgeldbescheide bekommen. Das ist ein langer Weg, aber das ist ein guter Ansatz, hier weiterzukommen. Aber diese Regelungen müssen natürlich national
angepasst sein. Also wir können nicht ein System komplett von Deutschland auf andere Länder übertragen, sondern die Regierung selbst müssen gucken, in welchen Rahmenbedingungen das möglich ist. Wir haben dort ja auch eine Vielzahl von Menschen, die sehr arm sind und die vom Sammeln des Mülls leben. Also da wäre es natürlich gut, diese Leute zu beschäftigen, dass sie ein regelmäßiges Einkommen bekommen und dass sie auch unter sozialverträglichen und auch gesundheitsverträglichen Bedingungen arbeiten können. Und dafür kann zum Beispiel diese Gebühren, die dann eingesammelt werden von den Unternehmen, dann verwendet werden. Denn es werden ja derzeit nur die Müllmengen eingesammelt, die sich dann zu einem einigermaßen Preis verkaufen lassen, aber der Müll da gar keinen Wert hat. Und das ist eben bei Großteil des Plastikmülls der Fall. Der bleibt eben liegen und wandert dann in die Flüsse und Meere. Gut, dass Sie es ansprechen. Es gibt ja hunderttausende Tonnen Plastik, die die Meere, die Tier- und die Pflanzenwelt gefährden. Schwimmende Müllfänger sollen jetzt die Abfälle abfischen. Bremer Forscher haben dazu aber eine Studie veröffentlicht. Und die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd. Was sagen Sie dazu? Ja, im Prinzip ist es natürlich gut, wenn wir versuchen, so viel wie möglich Plastik aus der Umwelt zu entfernen. Denn diese Plastikteile und die Verpackungsabfälle, die bleiben natürlich hunderte bis tausende Jahre in der Umwelt und zerbröseln dann nach und nach zu Mikroplastik. Und das ist dann wirklich nicht mehr aus der Umwelt zu entfernen. Auf der anderen Seite haben wir als WWF uns entschieden, dass wir sagen, wir müssen eigentlich den Eintrag von Plastik in die Umwelt generell reduzieren. Das heißt also Verbesserung der Abfallwirtschaft. Plastik darf erst gar nicht in die Umwelt gelangen. Und man muss auch sehen, dass sich die Freisetzung von Kunststoffen in die Meere über die Flüsse auf über 1500 Flüsse verteilt. Also 80% der Einträge läuft eben über diese große Zahl der Flüsse. Das zeigt also, dass auch viele kleinere Flüsse daran beteiligt sind. Es ist immer gut, Kunststoffe zu entfernen. Man kann das zum Beispiel auch tun, Dinge an der Küstenlinie aufzusammeln und dann entsprechend zu verwerten. Aber die oberste Prämisse muss sein, Plastik darf niemals in die Umwelt gelangen. Und daran müssen wir jetzt international arbeiten. Ein bisschen Hoffnung mit auch nicht ganz so schönen Aussichten. Ich danke Ihnen sehr, Herr Boske, für Ihre Einschätzungen. Ja, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Lena und Norbert, zurück zu euch. Eigentlich habe ich so die Vorstellung, es müsste eigentlich länderübergreifende Initiativen geben, damit das Ganze wirklich dann auch mit Power umgesetzt wird, weil ansonsten bringt es nichts. Was sagt ihr dazu? Ja, unbedingt. Ich meine, gerade hier in meinem Bereich hier in Südostasien, das ist ja alles sozusagen ein Meer. Das sind ja sehr, sehr, sehr viele Inselstaaten, die Philippinen, Indonesien, Malaysia. Singapur selbst ist auch eine Insel. Wir liegen hier im südchinesischen Meer und das ist natürlich etwas, das müsste so übergreifend angegriffen werden. Und wenn sich da die Räte zusammenschließen, es gibt natürlich schon Kooperativen, aber die verhalten sich relativ zurückhaltend, relativ zahnlos leider, weil da natürlich auch wie in vielen Fällen die Industrien eine Rolle spielen. Malaysia hat jetzt gerade einen riesen Auftrieb gekriegt, eben auch durch die Herstellung von Plastikhandschuhen in der Pandemie. Die werden da nicht ihren eigenen Industrien dann den Hahn abdrehen. Das ist dann leider wieder das Problem dabei. Norbert, wie schaut es bei dir vor Ort aus? Ja, also eigentlich müsste es mehr sein. Es ist ja ein globales Problem. Und wenn Lena sagt, wir kriegen hier die Zwiebelsäckchen aus Deutschland angeschwemmt, wir haben in Ghana eben die Aldi-Tüte gefunden. Ja, es ist ein globales Problem und deswegen muss man so viel miteinander verbinden, wie irgend geht. Hier in Afrika ist es so, dass noch nicht mal Afrika richtig verbunden ist. Das kann man auch beklagen, völlig zu Recht. Damit wird man das Problem nicht lösen, wenn die Länder nur für sich alleine basteln. Aber es gibt immerhin Anfänge. Es gibt mehr, als es noch vor 10 Jahren gab. Es braucht hier einfach ein bisschen länger, weil die Leute ja auch andere Probleme haben. Bei vielen geht es ums Überleben. Also wenn 80% der Beschäftigten keine feste Arbeit haben, dann sind das andere Probleme. Dann gehen die nicht auf die Straße, um gegen Meeresverschmutzung zu demonstrieren. Nur können wir natürlich nicht so lange warten, bis Afrika sich komplett vernetzt hat und den Rest der Welt auch noch. Und deswegen würde ich ganz gerne darauf hinweisen, dass die Bundesregierung in Deutschland mit 3 anderen Ländern jetzt versucht, etwas auf die Beine zu stellen, auf dem internationalen Gesetzesweg sozusagen gemeinsam mit der UN-Umweltorganisation UNEP. Vielleicht ist da schon irgendwas in Sicht im nächsten Jahr, das hoffe ich wenigstens. Also die Deutschen versuchen mit der Regierung von Ghana, mit Ecuador und mit Vietnam Vorlagen zu machen, die am Ende dazu führen könnten, dass es einen Gesetzestext gibt, den dann alle Länder dieser Welt unterzeichnen können und der hoffentlich ein bisschen dabei hilft,
den Eintrag von Plastik ins Meer zu vermindern, sagen wir mal ganz vorsichtig, und vielleicht sogar die Ozeane zu reinigen. Ein bisschen Zuversicht am Ende unseres Weltspiegel-Podcasts. Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr da seid, wo ihr seid und uns auch darüber aufklärt, was nicht richtig läuft, aber was auch ganz wunderbar läuft, dass Menschen diese Initiativen auch ergreifen und umsetzen, auch wenn sie andere Probleme haben und vielleicht mehr als wir hier. Danke euch beiden. Gerne. Sehr gern. Das war's. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt bei unserem Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Kampf gegen Plastikmüll. Aufgezeichnet am 8. Juli 2021. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum er euch gefallen hat, der Podcast. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de und nochmal weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Und unser Tonmeister heute war Andreas Bertram. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.